Das vierte Quartal 2020 ist nun angebrochen und das heißt für uns Online-Händler die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Warum ich in diesem Video Händlerbund empfehlen möchte und was es auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Bleib bis zum Schluss dran. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit, Motivation und Investitionen, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wie immer zeige ich das Ganze an meinem Notebook. Lasst uns loslegen. So Freunde, wie vorher angekündigt, geht es heute um das Thema Händlerbund. Was es damit auf sich hat, erkläre ich in diesem Video. Und wie immer, alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, findet ihr unten in der Beschreibung, sowie auch den Link zu dem Händlerbund, wo ich mich gerade hier schon auf der Seite befinde. Und du findest darunter auch noch einen Gutscheincode, wie du bis zu 4 Monate kostenlos für dein Paket bekommen kannst. So, vorab schon mal gesagt, warum möchte ich hier über Händlerbund sprechen? Und zwar stehen wir derzeit im vierten Quartal vor dem Weihnachtsgeschäft, der umsatzstärksten Zeit für uns Online-Händler und andere Händler. Und das heißt, hier werden wir sehr, sehr viel Geld verdienen und einen sehr hohen Umsatz machen können, was natürlich auch andere Organisationen, andere Firmen beflügelt, uns als Händler abzumahnen. Und da geht es auch um das Thema, warum Händlerbund hier in Frage kommt. Denn ich hatte bis jetzt 3 Abmahnungen, wie ich mich erinnern kann, und diese waren immer im Weihnachtsgeschäft. Und warum werden diese im Weihnachtsgeschäft gestellt? Weil wir Händler uns den Fokus drauf setzen, zu verkaufen, Umsätze zu machen und halt im Weihnachtsgeschäft für den Kunden da sein und viel Arbeit machen, ja. Und natürlich lenkt das von dem Ganzen drumherum ab, wie zum Beispiel Rechtstexte und andere Dinge, die zu beachten sind. Und da machen sich andere Firmen und Organisationen ein sehr großes Geschäft draus und mahnen uns Händler ab und verdienen damit sich dumm und dämlich. Deshalb sollten wir nicht dumm und dämlich sein und sollten uns dagegen schützen. Und wenn du das jetzt schon vorab dir alles gut aufstellst und deine ganzen Rechtstexte sowie auch andere Dinge gut organisierst, wo dir Händlerbund zur Verfügung steht und zur Seite steht, dann droht dir hier wirklich gar nichts. Und darauf möchte ich zu sprechen kommen. Wie gesagt, den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Wir schauen uns das gemeinsam an, warum ich Händlerbund empfehlen möchte und warum ich Händlerbund selber nutze. So, wir befinden uns hier auf der Online-Präsenz vom Händlerbund und sehen hier, wir haben hier verschiedene Mitgliedschaftspakete, die wir wählen können. Und das Ganze beginnt schon ab 8,90 Euro pro Monat. Wenn du dich unten über den Link registrierst, dann bekommst du 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst die ersten 4 Monate gar nichts. So, warum jetzt Händlerbund? Schauen wir uns die Leistungen einmal an, die uns Händlerbund hier an die Hand gibt und die jeweils vom Paket abhängig sind, variieren. So, in erster Linie in dem Basic-Paket, was du natürlich, wenn du direkt startest, nehmen könntest, da ist natürlich AGB-Service drin. Das heißt, alle Rechtstexte vom Impressum, AGBs, Widerrufsbelehrung bis zum Datenschutzerklärung ist hier inklusive und ist immer auf dem aktuellsten Stand. So bist du immer abmahnsicher und dir droht nichts. Solltest du dennoch eine Abmahnung bekommen, haftet dafür Händlerbund und tritt für dich komplett ein mit deren Rechtsberatung. So, und das ist nämlich, diese Rechtstexte bekommst du für alle Online-Präsenzen. Es ist abhängig vom Tarif natürlich, wie viele Online-Präsenzen du hier damit bedienen kannst. Jedoch hast du hier die Möglichkeit, alle Marktplätze mit Rechtstexten zu versorgen, aber auch deinen eigenen Online-Shop. So viel zu den Rechtstexten. Dann Hilfe bei der Abmahnung. Händlerbund steht dir zur Seite, wenn du schon abgemahnt wurdest oder im Laufe deiner Mitgliedschaft abgemahnt wirst.
Wenn du bereits schon abgemahnt wurdest, dann kannst du hier mit Händlerbund in Verbindung treten, eine Mitgliedschaft beantragen und dann wird dir definitiv geholfen, auch wenn die Abmahnung schon vor der Mitgliedschaft passiert ist. Und zwar wird hier im Abmahnfall ein juristischer Angestellter, in dem Fall ein Anwalt, für dich tätig und wird deine Abmahnung bearbeiten und diese eventuell auf Null bringen. Ja? Das ist variiert natürlich, was für eine Abmahnung das ist. Jedenfalls habe ich schon von vielen Fällen gehört, wo man dann eine Abmahnung kann ja von bis variieren. Das kann aber ganz schnell in vierstellige Beträge gehen, also über 1000 Euro Abmahngebühr, und das möchtest du sicherlich nicht bezahlen. Und hier in den Fällen habe ich schon öfters gehört, dass es dann wirklich komplett fallen gelassen wurde, die Abmahnung, weil da sich echt Experten mit auseinandersetzen und das Ganze bearbeiten. Deshalb lohnt es sich definitiv hier im Abmahnfall Rechtshilfe vom Händlerbund anzufragen. Des Weiteren gibt es hier eine Rechtsberatung. Rechtsberatung heißt Fragen, die du schon vorab hast, wenn du zum Beispiel irgendein Produkt launchen willst oder irgendwelche Rechtstexte brauchst bzw. Fragen dazu hast. Ja? Also ganzes Thema Rechtsberatung ist hier, wie gesagt, inklusive. Du kannst dich rechtsberaten mit einem richtigen Anwalt per E-Mail oder telefonisch. Auch Sachen wie B2B, wenn du Geschäft zu Geschäft machst, ist das Ganze hier auch abgedeckt und du bekommst hier professionelle Rechtsberatung zur Hand. Des Weiteren gibt es hier die Möglichkeit, seinen Shop tiefenprüfen zu lassen. Du kannst deinen Shop tiefenprüfen lassen, und wenn Händlerbund hier deinen Shop komplett geprüft hat, dann bist du definitiv auf der sicheren Seite. Auch bekommst du auch dann so ein Käufersiegel, worauf Käufer aufmerksam werden, dass dein Shop ausgezeichnet ist und geprüft ist und somit für den Kunden sicher ist. Des Weiteren gibt es hier die Möglichkeit, Shop-Auskunft zu beantragen. Das ist eine Plattform, wo andere Käufer deine Verkäufe bewerten können. Sowas wie auch ein Bewertungssystem, wie ihr das von Amazon und eBay kennt, nur halt für deinen Online-Shop. Und hier wird dann jeder Kunde nach dem Kauf darauf weitergeleitet und kann eine Bewertung zu der Kauferfahrung machen zu deinem Online-Shop. Auch eine sehr gute Sache, kostet auch alles gar nichts. Des Weiteren ein wichtiges Thema, was viele interessieren könnte, ist Amazon und eBay Kontosperrung. Dieses betrifft schon einige, wo es schon zu den Fällen gekommen ist, dass Amazon oder eBay einfach mal deinen Shop sperrt und du dich fragst, warum das Ganze passiert ist und einfach nur dir nicht weiterhelfen kannst und deinen Shop entsperren möchtest. Auch hier steht Händlerbund dir zur Seite und hilft dir, diese Sperrung schnellstmöglich aufzuheben. Auch gibt es hier für lokale Geschäfte eine Rechtsberatung bzw. auch Rechtstexte und Gütesiegel. Also diese ganzen Services, die ihr hier vom Händlerbund zur Verfügung bekommt, variieren von Paket zu Paket, jedoch die Basic-Sachen sind immer inklusive und das schon ab 8,90 Euro im Monat, was nicht viel Geld ist. Wenn du dich dann für ein Paket entschieden hast, dann drückst du einfach hier auf Jetzt informieren. Wir können einmal die Pakete nochmal durchfliegen, also Basic-Mitgliedschaft, abmahnsichere Rechtstexte bekommst du für deine Internetpräsenz, auch Marktplätze wie eBay und Amazon. Auch muss man dazu sagen, bekommst du immer Updates. Sobald sich was in der Rechtsprechung ändert und irgendwelche neue Urteile gefallen werden, wirst du immer auf dem aktuellen Stand gehalten und wirst vom Händlerbund neue Rechtstexte bekommen, die du dann einpflegen kannst. Im Premium-Paket ist das Ganze dann auch noch ein bisschen erweitert. Du hast ein Erstgespräch bei Abmahnungen, musst du buchen, und du hast hier das Bewertungsportal Shop-Auskunft, wovon wir gesprochen haben. Auch hast du die Möglichkeit, hier die Rechtsberatung, was ich empfehle, über E-Mail-Kontakte zu machen. Ich persönlich habe die Unlimited-Version und nutze diese. Hier habe ich die Möglichkeit, auch Rechtstexte zu bekommen. Rechtstexte in 7 Sprachen.
Und zwar bekomme ich dann auch noch Rechtsberatung via E-Mail und Telefon. Das heißt, ich kann jederzeit telefonischen Kontakt zu einem Anwalt aufnehmen und mich hier rechtsberaten lassen. Und das kostet mir überhaupt gar nichts zusätzlich. Auch gibt es hier die Möglichkeit, den Shop tiefenprüfen zu lassen und dann auch noch die Shop-Auskunft mit dem Bewertungsportal einzupflegen. Vertretung im Abmahnfall ist hier auch gar kein Problem. Das heißt, wenn du schon abgemahnt wurdest, ist dieses Paket für dich definitiv das Richtige. So vertritt dich ein Anwalt und kann dir hier im Abmahnfall helfen. Professional-Version ist dann wirklich individuell und da ist hundertprozentiger Schutz. Du hast hier alles wirklich inklusive, kostet natürlich auch einiges mehr. So, wenn du dich dann für ein Paket entschieden hast, beispielsweise für das Premium-Paket, dann drückst du jetzt auf Informieren und dann hast du nochmal die Übersicht aller Pakete und hier siehst du dann alle Leistungen nochmal separat verglichen mit den einzelnen Paketen. Du kannst für dich einfach mal schauen, was genau dich betrifft und was genau du gebrauchen kannst natürlich auch, ja. Wie man sieht, hier Unlimited und Professional hast du hier alles Mögliche drin. Aber wenn du hier dein Business gerade erst startest, dann empfehle ich Basic oder Premium, reicht völlig aus. Wie meldest du dich nun an? Wenn du ganz nach unten scrollst, dann wählst du hier nochmal dein Paket und dann zum Beispiel hier Basic-Version und dann pflegst du hier diesen Gutscheincode, den ich auch unten in die Beschreibung packe, ein und dann bekommst du 4 Monate gratis. Das siehst du hier. Gibst du deine Daten hier ein, deine Rechtsform, wenn du keine eigene Rechtsform hast, dann bist du im Normalfall immer Einzelunternehmer und dann gibst du einfach hier alle Daten ein. Unternehmensname, falls dir das ein bisschen komisch vorkommt, wenn du Einzelunternehmer bist, das heißt, du hast nur einen Gewerbeschein, trägst du hier deinen Vor- und Nachnamen ein, mehr brauchst du nicht. Umsatzsteuer-ID, wenn du diese hast, kannst du die hier eingeben, sonst nicht. Haben Sie eine Abmahnung erhalten oder benötigen Sie Hilfe? Das heißt, wenn du schon eine Abmahnung erhalten hast, dann kannst du hier auf Ja klicken und dann wird dir geholfen. So. Und sonst sind das Standarddaten, die du hier eingibst und dann Mitgliedschaftspaket buchen. Und dann bist du automatisch angemeldet und kannst deine Rechtstexte sowie auch andere Leistungen, die hier Händlerbund bietet, konfigurieren. In einem separaten Video zeige ich dir, wie du speziell Rechtstexte konfigurierst, um diese dann in den Marktplätzen oder in deinen Online-Shop einzufügen. Ich habe schon mal ein Video bzw. 2 Videos dazu gemacht, wie du Rechtstexte bei Amazon und eBay einpflegst. Das verlinke ich hier oben in der Infobox, kannst du dir gerne anschauen. Und sonst freue ich mich, wenn dir das Video geholfen hat. Ich freue mich, wenn du davon Mehrwert hattest. Solltest du noch Fragen dazu haben, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde so schnell wie möglich beantworten. Und sonst hoffe ich, dass du auch ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft haben wirst. Gib Gas, bring deinen Umsatz auf den nächsten Level. Solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann tu das jetzt. Drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Tschüss.